Hey ho YouTube, und während ihr das gesehen habt, habe ich mein Auto geputzt, die Fenster geputzt, das ganze Mobiliar hier umgestellt und mal eben neu renoviert. Ja, das dazu. Gleichzeitig habe ich aber noch Deadpool präsentiert, die Söldner gelesen. Ja, und da versteckt sich auch schon so ein kleiner, na, man könnte es sagen, Marketrick hinter. Und zwar Deadpool präsentiert die Söldner ist nicht ein Megaband, wo es um Deadpool geht, wie vielleicht auch das Cover suggerieren möchte. Nein, es handelt sich hier um drei Titelfiguren, die mit Deadpool mal zu tun hatten, als Deadpool sie anheuerte, um die Söldnertruppe zu machen. Mittlerweile machen sie aber ihr eigenes Ding. Es präsentiert, dieser Megaband vereint drei Geschichten, die sich um Solo drehen. Ihn hier, einen sehr, naja, sagen wir mal, erfolgloseren Söldner. Dann um Foolkiller und um Slapstick. Auf die komme ich aber später zu sprechen. Erstmal geht es um Solo. Der bekommt einen Auftrag, beziehungsweise ist ein Typ, der alles mögliche an Aufträgen annimmt und irgendwann gerät er halt in die Fänge von S.H.I.E.L.D. und soll für S.H.I.E.L.D. einen Undercover-Agenten wieder rausholen, der sich wohl in die Wüste verzogen hat, weil da wohl ein Mega-Waffendeal stattfinden soll von der Zu-Familie, die mit futuristischen Kanonen quasi den Waffenmarkt beherrschen. Ja, das Ganze ist sehr, sehr Marvel-typisch. Es beginnt sehr actionreich. Es ist immer sehr actionreich. Aber es steigert sich irgendwann, bis es wirklich fast schon ins Lächerliche übergeht. Jetzt nicht negativ gesprochen, aber irgendwann verlagert sich das Geschehen auch im Weltall. Ein Charakter aus Guardians of the Galaxy taucht plötzlich auf und alles wird plötzlich over the top. Und over the top ist wirklich auch das Stichwort des Ganzen. Es tauchen Bösewichte auf, die kaum eine Relevanz haben, einfach nur um noch eine Actionsequenz mit einzubauen. Und ja, es ist nichts Besonderes. Also man hat sowas bestimmt schon mal im Laufe seiner Marvel-Karriere irgendwo schon mal gesehen oder gelesen, wenn man eine der Sidekicks mal eine Story spendiert bekommt oder sonstiges. Ja, wie gesagt, es ist grundsolide, aber auch nicht wirklich zwingend notwendig. Dann kommen wir zur zweiten Story, in dem geht es um Foolkiller. Und Foolkiller war selber mal so ein Söldner, beziehungsweise war jemand, der andere böse Menschen bestraft hat. Man kann das so ungefähr ein bisschen vergleichen wie den Punisher. Aber er möchte jetzt mit seinem alten Leben abschließen und ist jetzt bei S.H.I.E.L.D. als Psychiater dran und therapiert andere Psychopathen, die versuchen, ja, auf den rechten Weg zu kommen. Wenn aber Foolkiller merkt, dass die es nicht schaffen, beziehungsweise dass der Drang zum Töten hin so groß ist, dann geht er doch wieder in seine alte Masche über und tötet die Menschen einfach. Ja, eine Story, die anfangs ein bisschen, also sie hat wirklich gebraucht, um Fahrt aufzunehmen, meiner Meinung nach. Dann hat sie so einen Punkt gehabt, wo ich dachte, oh nee, jetzt kippt das Ganze zu sehr ins Actionhafte. Und eigentlich dieser interessantere Aufbau, dass ein Mensch mit seinem ehemaligen Schurkenleben aufhören möchte, wird über Bord geworfen, aber Gott sei Dank rettet sich die Story noch so ein bisschen, bevor es wirklich ins zu sehr actionreiche übergeht, rettet sich die Story doch noch und präsentiert dann noch ein oder zwei Twists, bevor es am Ende dann doch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, versöhnlich wird. Ohne jetzt allzu viel zu spoilern, es wird doch am Ende versöhnlich, man merkt doch, okay, es ist doch intelligenter als der Einheitsbrei bzw. der Durchschnitt. Und das kann ich wirklich im Positiven sagen, da ich ja wirklich dachte, so ab der Hälfte der Story, okay, jetzt verliert sich die Geschichte wie in so einem Action-Einheit-Brei und oh mein Gott, nein, bitte nicht. Aber es wurde doch, es hat doch noch die Kurve bekommen, beziehungsweise werden mit ein, zwei Klischees sogar noch richtig schön abgerechnet. Und es wird am Ende sogar ein kleiner Antiklimax gesetzt. Ein Antiklimax ist das, wo man als Zuschauer oder wo man als Leser quasi erwartet hat, okay, so und so muss sich das jetzt verhalten in dem Kontext zu der Situation, aber dann kommt es doch plötzlich völlig anders oder irgendwie kommt was ganz Abruptes. Hier hat Deadpool auch seinen Auftritt, weil wie gesagt, das Cover und auch der Titel sagen ja irgendwie, okay, eigentlich müsste es ja viel mehr Deadpool sein. Nein, der kommt wirklich nur in diesem einen US-Heft in der Foolkiller-Story vor.
Und fand ich auch ganz witzig, da der Therapeut versucht, Deadpool zu therapieren und Deadpool versucht, den Therapeuten wieder zu einem Helden zu machen. Fand ich eigentlich ganz lustig erklärt und so weiter. Also wie gesagt, eine Story, die ein bisschen braucht, um Fahrt aufzunehmen, dann aber Gott sei Dank richtig gut wird und ich auch an einem Stück durchgelesen habe. Dann kommen wir zur dritten Story und die ist, ja, kennt jemand von euch den Film Cool World? Ich glaube, einer der ersten Filme mit Brad Pitt, wo Brad Pitt sich in einer Dimension verliert. Ähnlich wie Falsches Spiel mit Roger Rabbit. So ungefähr kann man nämlich die dritte Episode bezeichnen. Die handelt nämlich von Slapstick. Und Slapstick ist ein Söldner, beziehungsweise war einmal ein Mensch, der in einer anderen Dimension kam und dann als Comicfigur wieder rauskam und dementsprechend auch nur zweidimensional ist und alles. Und während alle anderen Comicfiguren in diesem Comic wiederum dreidimensional und lebensecht gezeichnet sind. Dementsprechend kann Slapstick auch nicht wirklich sterben. Wenn er zum Beispiel angezündet wird, brennt er für immer. Er kann auch zweigeteilt werden, wobei er mit einem Reißverschlusstrick wieder zusammen wird und so weiter. Einen kleinen Gastauftritt in dieser Storyline hat auch Spidey. Und zwar geht es darum, Slapstick möchte wieder ein Mensch werden, weil er seine Gurke verloren hat. Das ist jetzt wirklich so zitiert. Er hat keine Gurke mehr. Als Comicfigur hat man einfach keine Gurke mehr. Und reist mehr oder weniger in die Dimension Egg, in dem eine Prinzessin herrscht, die aber nicht wirklich, ja, eine Prinzessin ist oder mal war. Und dann wird das Ganze so turbulent und wild und alles und ach Gott, dann kommt noch irgendwie ein Conan der Barbar-Verschnitt und die müssen sich auch noch prügeln, aber keiner von beiden kann ja wirklich sterben, aber Slapstick hat ja eine Kanone von seinem alten Kumpel Quasimodo, der wiederum Wissenschaftler ist, der eine Waffe erfunden hat, in dem Comicfiguren schmilzen. Da haben wir wieder das Beispiel Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Und Shield, beziehungsweise Armor, eine Sekundärabteilung von Shield taucht auf und alle müssen gerettet werden und später ist auch die gesamte Dimension Egg in Gefahr und es kommen Einhörner oder Tauren, die ganze Zeit sprechen, als wenn sie die Schlümpfe, also die benutzen für jedes Adjektiv benutzen das Wort Tau. Ich taure dich, ich muss dich tauren. Komm, wir tauchen zusammen. Vertaut nochmal und so weiter. Also es ist ein wilder Mix aus allem Möglichen. Ein bisschen wahllos, könnte man sagen. Aber nichtsdestotrotz hat es nicht den Spaß getrübt. Es hat sogar Spaß gemacht, das Ganze zu lesen. Es wird Game of Thrones zitiert. Es wird The Purge zitiert. Es wird Falsches Spiel mit Roger Rabbit zitiert. Es kommen tausende Comicfiguren vor, die man irgendwo schon mal gesehen hat. Aus Cartoon Network oder auch die Rüstung hier sieht auch ein bisschen verdächtig aus nach Captain America. Es wird so viel zitiert und kopiert und alles und durch den Kakao gezogen, dass man, wenn man natürlich die popkulturellen Anspielungen versteht, es Spaß macht zu lesen. Hier haben wir das zum Beispiel Throne of Games. Oder später verwandelt sich ein Sessel auch in den Transformer. Oder man sieht hier auch eine Figur, die stark an Ren und Stimpy erinnern könnte. Und so weiter. Also es wird sehr viel zitiert. Wie gesagt, man kann es wahllos finden. Hier Super Mario. Ne? Man kann es wahllos finden, aber mir hat es unterhalten. So, jetzt muss ich natürlich zur schweren Entscheidung kommen. Dadurch, dass wir hier einen Megaband haben, der drei verschiedene Geschichten vereint, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Was gebe ich dem Ding und gebe ich dem Ganzen eine Kaufempfehlung? Erstmal, enthalten sind hier 16 US-Ausgaben auf über 340 Seiten. Das ist schon mal ein starkes Stück. Also das ist schon mal wirklich ein dickes Ding, wenn man das hier, so, ich halte es mal in die Kamera. Das ist schon mal ein fettes Teil. Jetzt kostet das Ganze natürlich 29 Euro. Ist kein Hardcover, okay, kann man verkraften, aber man kriegt wirklich einiges an Lesestoff zu bieten. Jetzt zur Bewertung der einzelnen Geschichten. Der ersten Geschichte würde ich so eine 5 von 10 geben. Sie ist solide gezeichnet, definitiv. Sie bietet jetzt aber auch nichts Neues oder was wirklich Innovatives oder was anderes. Es ist eine typische Marvel-Geschichte, die actionreich beginnt und sich dann irgendwann ins Weltall steigert, um das jetzt mal over the top sozusagen. Die zweite Geschichte ist da deutlich intelligenter geschrieben, ist aber zeichnerisch ein bisschen schwächer als die erste Geschichte. Fand ich okay. Man muss natürlich dazu sagen, sie braucht ein bisschen, bis Fahrt aufgenommen wird. Und ich hatte auch wirklich
ab der Mitte wirklich ein bisschen so die Angst, okay, jetzt wird dieser intelligente Unterbau, den die Geschichte quasi gebaut hat, wird fallen gelassen und es geht ins Actionreiche, ist zum Glück nicht passiert, Gott sei Dank. Und dann haben wir eine Geschichte, die Spaß macht, die natürlich sehr oberflächlich ist, nicht gerade tiefsinnig, aber durch ihren vielen wer sich in der Popkultur halt auskennt und die ganzen Zitate versteht, der hat natürlich eine Menge Spaß dabei. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn man natürlich die zweite Geschichte gelesen hat, die natürlich nicht so auf Slapstick, haha, Bartwitz, auf Slapstick oder Witz oder sowas ausgegangen ist, dann doch wieder ein kleiner Bruch stattfindet, dass die dritte Geschichte vielleicht nicht so sein könnte. Man könnte natürlich sagen, dieser Megaband ist abwechslungsreich. Auf jeden Fall. Ich gebe der zweiten Geschichte auf jeden Fall eine gute 8 von 10 und der dritten Geschichte eine 7 von 10. Ist okay, ne? Ist okay. Dann kommen wir auf ungefähr eine Gesamtwertung von 7 von 10 Punkten. 7 von 10 Punkten für Deadpool präsentiert die Söldner Megaband. Und ich finde, mit der Bewertung kann man es auf jeden Fall stehen lassen. Wie gesagt, die erste Geschichte ist kaum der Rede wert. Sie ist nett, sie hat keinerlei Schwächen, sie ist auch nicht wirklich neu oder sie bietet jetzt irgendwas, was man so noch nie gesehen hätte. Die zweite Geschichte ist relativ intelligent, hat ein cooles Ende. Fand ich schön, dass das Ganze doch noch ein Happy End hat und ich finde, der Auftritt von Deadpool gibt dem Ganzen noch die nötige Würze. Und die dritte Geschichte auf jeden Fall ist so als Abschluss des Bandes ganz nett gemacht. Man geht so mit so einem leichten Lächeln, geht man aus diesem Band heraus und dann am Ende, ja, das ist natürlich wieder schade. Es gibt so gut wie keinerlei Bonusmaterialien. Es gibt halt, wie gesagt, hier zwei Cover nochmal von Slapstick. Einmal das hier und nochmal ein Variant-Cover von Slapstick. Wobei, zum Glück haben sie nicht das genommen, sonst würde das wieder wahrscheinlich was Falsches suggerieren. Aber ja, kann man machen. Wie gesagt, 7 von 10 Punkten für Deadpool präsentiert die Söldner, wo Deadpool wirklich nur in einer Geschichte auftaucht. Und das war's von mir dieses Mal. Ballert mir in den Kommentaren, falls ihr das Ding gelesen habt oder ob ich euer Interesse geweckt habe, das Ding hier jetzt auf der Stelle lesen zu wollen oder zu kaufen. Und ich sag mal in diesem Sinne, ab in die Rinne, haut da rein!